2009 haben sie das letzte Mal live gespielt. Danach machten sich die Ärzte rar. Mit ihrer Das Ende ist noch nicht vorbei Tour meldet sich jetzt die selbsternannte beste Band der Welt um Farin Urlaub, Bela B. und Rott zurück. Auch um den Spekulationen der Fans ein Ende zu bereiten. Haben die sich jetzt aufgelöst oder wurden die entführt? Oder sind die doof? Sind die doof? Also das ist, irgendwann mussten wir mit irgendwas raus. Auch wenn es nur das war, okay, wir geben jetzt zu, wir machen eine Tour. So, damit sie nicht glauben, dass wir uns jetzt klammheimlich davon machen und sagen, wir haben uns aufgelöst oder so. Die Tourtickets waren schnell ausverkauft, obwohl das neue Album noch gar nicht auf dem Markt war. Das hat uns selber auch sehr überrascht, dass ohne einen Ton zu hören, die Leute wie blind losrennen und unsere Tickets kaufen. Es ist halt auf der einen Seite auch eine Bürde, weil die Leute extrem viel erwarten so von uns. Der Erwartungsdruck ist sehr hoch, aber andererseits stehen sie auch nicht so kritisch rum. Also das ist, wir wissen ja, welche Songs funktionieren. Es sind ja nicht wenige von unseren Songs Hits. Du bist immer da, am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Die Ärzte gründeten sich vor 30 Jahren in Berlin als Punkrock-Band. Nach einer 5-jährigen Trennung suchten Farin Urlaub und Bela B. 1993 das neue Bandmitglied Rodrigo González aus und machten weiter. Die Band gehört längst zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Musikgruppen, obwohl oder gerade weil sie sich an keinen festen Musikstil hält. Ja, ich bin irre stolz drauf. Das ist ja auf jeden Fall mein Lebenswerk. Der entscheidendste Punkt von dem, was ich geschaffen habe in meinem Leben, sind die Ärzte, definitiv. Wir nehmen jeden Fan auch immer gerne wieder zurück, was auch bei sehr vielen Leuten passiert, die uns mal dann so mit 27 verlassen, weil sie denken, sie sind zu alt für die Ärzte. Inzwischen passiert das nicht mehr so häufig, weil wir ja auch älter sind als die. Sehr alt. Alte Bäume. Ja, aber Weisheit ist auch, Weisheit ist das neue Jung. Zu alt für die Bühne sind sie jedenfalls noch nicht. Bei ihrem Konzert in Bremen halten sie, wie üblich für einen Ärzteauftritt, 3 Stunden durch. Und auch für schonungslose Selbstkritik bleibt noch genug Zeit. Ganz bescheiden. Die deutsche Band mit deutscher Sprache, mit den besten deutschen Texten. Das kann man wirklich sagen, also muss ich jetzt mal so ganz subjektiv. Muss Ihnen dazu stimmen.